Also, erstmal habe ich uns heute einen A321 besorgt, mit dem wir ein bisschen fliegen können. Ja, aber was ich auch noch sagen wollte, bevor sich der eine oder andere jetzt fragt, ob es jetzt auf diesem Kanal nur noch Gaming gibt, vielleicht ganz lustig, nein Leute, es gibt natürlich nicht nur Gaming hier. Es ist jetzt aber gerade halt so, dass bei all diesen Themen, die jetzt gerade interessant sind, ändert sich innerhalb von 24 Stunden so wahnsinnig viel, dass es wahrscheinlich gar nicht mehr aktuell sein würde, was ich dann hochladen würde. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite bin ich selber total gespannt am Zugucken und am Beobachten, was da gerade alles so abgeht. Auf der anderen Seite würde ich natürlich auch gerne irgendwie vernünftigen Content dazu bringen. Wenn ihr euch für Luftfahrt interessiert und für Corona interessiert, dann schaut am besten einfach so bei der Zeitung eurer Wahl, bei der Quelle eurer Wahl, bei der Quelle eures Vertrauens, ja, immer mal wieder nach in regelmäßigen Abständen, dass ihr da auf dem neuesten Stand bleibt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber zu Xplane. Oh, verdammt. Jetzt steht jemand auf meiner Parkposition. Nehmen wir halt Bravo 44. Bis hierhin schon mal gar nicht schlecht. Ich habe übrigens jetzt auch Sichten gespeichert. Also, dann machen wir die Flieger mal an. Als erstes die Batterien. Dann nehmen wir die External Power dazu. Also der Flow beim Airbus ist eigentlich relativ easy. Man geht diese drei Bereiche einmal durch. Also, wir fliegen von Frankfurt nach Mallorca. Flex wollte er nichts, dann bleibt das frei. Engine Out Acceleration legen wir mal auf 2200. Gojet 67 Golf Frankfurt Apron Information, Lima Current Startup approved. Cleared Palma de Mallorca via Alicina Lima Departure. Flagband Route climb 4000 feet. Warum wollen die jetzt alle nach Mallorca? Startup approved, cleared to Palma de Mallorca via Alicina Lima Departure Route. Ist kein Zufall, oder? Kann das sein? Frankfurt Ground, schönen guten Tag, Condor 3, Charlie Mike, Position Bravo 44, with information Lima, request startup and clearance to Mallorca. Condor 3, Charlie Mike, Frankfurt Apron, information Lima is correct, startup approved, cleared Palma de Mallorca via Aniki, Nana Lima departure. Startup is approved, cleared to destination Palma de Mallorca via Aniki, Nana Lima departure, flight plan route, initial climb 4000 feet, squawk 1000. Wir können ja schon mal überlegen, wie das hier nochmal ging. Und dann wird man in Frankfurt. Gibt es hier so Punkte, die sind hier aber glaube ich nicht drauf. Area 1, damit man hier die Position wieder frei macht, da wird man ein Stück nach vorne gezogen. Condor 3 Charlie Mike, Pushback approved. Condor 3 Charlie Mike, Pushback approved. Wir werden ausgeparkt, die Liste haben wir gelesen, die APU läuft. Er hat gesagt, Triebwerke frei zum Start, dann geht das auf Ignition. Druck ist da, Engine to Start. Also, Triebwerk Nummer 2 läuft, Engine 1 start. So, da ist das Freizeichen, da seht ihr den Typen. Condor 3 Charlie Mike Request Taxi. So, wir halten hier. Guck mal hier, Sichten gespeichert. Condor 3 Charlie Mike, Contact Tower West, Frequency 12485, schönen Abend. Condor 3 Charlie Mike, 12485, vielen Dank für den guten Service, schönen Abend noch. Frankfurt Tower, schönen guten Abend, Condor 3 Charlie Mike, Taxiway Lima, ready in sequence. Gojet 6 Golf Wind, 14035 knots, runway 18 clear for takeoff. Condor 3 Charlie Mike behind departing, Gojet Boeing 737 line up runway 18 and wait behind. Seid ihr ready, Leute? Erstmal richtig hinsetzen hier. Condor 3 Charlie Mike, Wind 14035 knots, runway 18 clear for takeoff. Condor 3 Charlie Mike, runway 18 cleared for takeoff. V1 und rotate. Positive climb. Gear up. Condor 3 Charlie Mike, contact long radar frequency 127.72. Condor 3 Charlie Mike, 127.72, vielen Dank für den schönen Service. Ciao. Lang Radar, schönen guten Tag, Condor 3 Charlie Mike, passing altitude 3000 feet, climbing 4000 feet. Condor 3 Charlie Mike, langen Radar, gute identified, climb flight level 330. Dann seht ihr, er hält die 220 Knoten, Klappen 1 sind draußen. Das, was er jetzt gemacht hat, ist eine sogenannte Autoflap Retraction. Jetzt müssen wir aber erstmal diese 220 Knoten bis Reed halten. Und wenn wir jetzt gleich über Reed drüber fliegen, dann springt dieses Constraint raus. Und er geht auf 250 Knoten hoch. Oh, da ist jemand in der Overspeed. So, das geht auf 250 Knoten hoch. Der Flieger nimmt die Nase runter, um zu beschleunigen. Flaps 0, Speed ist checked. Und Flaps 0.
und dann kann er weiter beschleunigen. Das rote Band ist weg. Leute, sehr schön. Es hat funktioniert. Wir fliegen. Also Leute, genauso habe ich mir das vorgestellt. Wir machen jetzt einfach einen ganz entspannten Flug. Macht ihr ruhig was nebenbei oder sowas, kommt zur Landung wieder und dann könnt ihr, könnt natürlich jederzeit so viele Fragen stellen, wie ihr möchtet. Andreas schreibt, ich spiele nebenbei entspannt Landwirtschaftssimulator. So muss das sein. Condor 3 Charlie Mike, 12805. Vielen lieben Dank, tschüss. Swiss Radar, schönen guten Tag. Condor 3 Charlie Mike, Passing Flight Level 264, Climbing Flight Level 290. Ja Leute, kommt hier irgendjemand von euch aus der Gegend? Condor 3 Charlie Mike, Climbing Flight Level 330. Ob Pete auf Malle schon weiß, dass 16 Flugzeuge auf ihn zukommen? Das wird er rausfinden. Und dann würde man einfach nochmal einen Fuel-Check machen, um zu gucken, ob irgendwas rausgelaufen ist. Der Flieger rechnet hier das einem sehr schön vor. 2860 Kilogramm Sprit haben wir verbraucht, seitdem wir die Triebwerke angeschmissen haben. Das plus die 7700 Kilogramm, die noch drin sind, sind 9700 plus 900, 10.600. Und was hatten wir am Start drin oder beziehungsweise am Gate drin? 10.600 Kilo. Und das war ein Fuel-Check. Wusstet ihr das? Die Landing-Lights beim Airbus, die klappen sich so raus. Die stehen voll im Wind. Es verbraucht übrigens auch echt mehr Sprit, wenn die draußen sind. Na, so sieht das ja jetzt alles schön clean aus. Und wenn wir mal und die mal auf Off stellen, dann seht ihr, die klappen da so raus. Und die stehen halt voll im Wind. Also die sind jetzt nicht mal an. Ne, und Flughafen, fast 4000 Meter Bahn in Genf. Also da kann man durchaus mal sein Flugzeug hinlegen. Also, das heißt, jetzt überfliegen wir auch gleich die Grenze von Schweiz nach Frankreich. Ihr habt die Möglichkeit, hier im FMS auf dem Flightplan eine Fixinfo zu setzen. Und Moblo ist tatsächlich der Punkt für den Mont Blanc. Das müsste der sein, oder? Hat was, oder? Selbst im Simulator. Der Mont Blanc, übersetzt Weißer Berg, an der Grenze zwischen Frankreich und Italien, ist mit 4810 Metern der höchste Berg der Alpen und der EU. Da ist er. Ratet mal bitte in den Kommentaren, wie groß die Navigation Databases, also als Datenmenge. Ja, wie viel Megabyte, Gigabyte sind ja nur Daten, circa 1 Gigabyte. 300 Megabyte, 8 Gigabyte, 500 Gigabyte. Es sind etwas mehr als 5 Megabyte. Das ist bestimmt wie in der Halbleiterbranche. Hardware kann nichts, aber kostet trotzdem eine Stange Geld. Ich sag mal ganz kurz, you have control, ja? Ich gehe mal nämlich ganz kurz aufs Klo. Innerhalb weniger Minuten tauchen zwei deutsche Eurofighter neben der Maschine auf. So, alles noch heile, oder was? Wo gehen die Chemtrails im Airbus an? Was ist das hier? Ach doch, da, guck mal. Da ist tatsächlich jemand. Der descendet jetzt aber hoffentlich nicht in uns rein, oder? Warum ist denn der nicht auf den Tickers drauf? Tickers funktioniert doch, oder? Eigentlich? Oh, der, was? Wie man so einen Descent plant. Ist eigentlich ganz einfach. 130 Meilen nach Obumu. Okay, ist noch relativ entspannt. Wir merken uns jetzt einfach, bei Obumu möchte ich in 2500 Fuß sein, um es leichter zu rechnen und für ein bisschen Puffer, sage ich mal 3000 Fuß. Das heißt, wir müssen 30.000 Fuß sinken bis dahin. Und das jetzt einfach mal 3, die 30, also 90 Meilen würden wir dafür brauchen. Nehmen wir nochmal 10 Meilen für die Geschwindigkeitsreduzierung. Das heißt, so 100 Meilen. Palma Approach, good day, Condor 3, Charlie Mike, Flight Level 330, inbound Lunik, request descent. Ich brauche einen Descent, Mignon. Condor 3, Charlie Mike, we are still in Flight Level 330, request descent. Condor 3, Charlie Mike, outside my airspace, I'll contact you when you are getting inside, don't worry. Break 2, 4, 5. Ach so. Dann mal runter da. Also falls sich hier schon mal jemand gefragt hat, wie so ein Emergency Descent aussieht. So. Please contact me on 11904. Hätte ich das gewusst, ey, dann hätten wir uns den ganzen Stress hier sparen können. Palma Approach, good day, Condor 3, Charlie Mike, passing flight level 170, descending flight level 100, Lunik 2 Papa arrival. Traffic,
Traffic, baby, traffic. Okay. I'm going to 3 Charlie Mike, just to make sure you are aware of the German Air Force escorting you. Condor 3 Charlie Mike affirm. Thank you. Oh, der, was? Autopilot off, Flight Director off. Oh, Mensch, wer ist denn da? Oh, Kollege, du musst da weg. Okay, Flight Director wieder an. Autopilot 2 fliegt. Also Leute, wenn ihr bei mir in der Nähe fliegen wollt, dann bitte nicht so, dass ich eine dauerhafte Tigers IA habe. Condor 3 Charlie Mike, via Charlie Delta Papa, we are cleared ILS Runway 24 left, QNH 1019. So, Cap de Perda und wir dürfen runter auf 4500. So, Landing Lights haben wir an, das läuft soweit. 1019er war das QNH. Sehr schön, oder? So, wir sind wie gesagt cleared für diesen Standard-Approach, das heißt, nach diesem 4500 Fuß, den wir bei Bavum haben müssen, dürfen wir auf 2500 Fuß runter und von da aus beginnt dann auch das ILS. Das passt also alles. Condor 3 Charlie Mike 118.3. Thank you, sir. Bye bye. Localizer ist captured. Autopilot 1 kommt dazu. Wir sinken auf die 2500. Palma Tower, good day. Condor 3 Charlie Mike established ILS 24 left. Condor 3 Charlie Mike, Mulberners, Palma Tower, Wind 0.4 degrees 2 knots, number 2. So, Glide Slope. Dann Gear Down. Boilers werden wieder gearmt. Lichter gehen an. Auto Thrust ist off. Nee. Und Autopilot ist off. So, 2 zu weiß, das sieht schon mal gut aus. Und wir haben noch keine Landing Clearance. Condor 3 Charlie Mike, Short Final. Condor 3 Charlie Mike, Runway 2 for left, clear to land. Entschuldigung. Alles gut. Das ILS passt irgendwie nicht so ganz, ne, der Localizer. Na gut. So, Reverser gehen auf und Idle Reverse, Manual Brakes. Und den Exit nehmen wir. Reverser gehen wieder rein. Condor 6 Charlie Mike, your gate will be 3-8 via Mike, Lima and Victor 2. Confirmed, this was for Condor 3 Charlie Mike. Confirm. Condor 3 Charlie Mike via Mike, Lima, Victor 2, stand 3-8. Drops auf Auto, das geht auf Taxi, das bleibt an, das geht aus. Ah, und 3-8 da, okay. Sehe ich konzentriert aus? Da steht auch jemand, oder nicht? Ach nee, das ist geparkte Flugzeuge bestimmt, oder? Dann zirkeln wir uns da mal rein. Engine 2 off. Engine 1 off. Wir sind angekommen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ciao.